Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wir haben das ganze Team versammelt und ich denke, wir können jetzt mit dem Meister reden. Irgendwie. Oder nicht? Reden Sie mit Elijah am Boden, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ja. Was war Ziel? Wie kann ich mit dem reden? Du sag mal, das ist jetzt nicht so das Wahre, oder? Ich glaube, er ist tot. Hallo. Also. Gut. Sehr gut. Nun zu den Feierlichkeiten und deiner Rolle in diesem Spiel. Der Besitzer des Sierra Madre hat, warum auch immer, die feierliche Eröffnung an die Gala-Veranstaltung gekoppelt. Man muss sie starten, damit sich die Casino-Türen öffnen. Wie ich herausgefunden habe, ist es allein nicht zu schaffen. Also lass dir und deinem Team von deinem Pip-Boy den Weg zeigen und löse sie aus. Du bist jetzt so nah dran. Enttäusch mich nicht. Ansonsten muss ich mich auf das nächste Team verlassen. Hier kann ich die Markierung auf meiner Karte erreichen. Was ist die Gala-Veranstaltung? Ein Zurschaustellen von Licht und Feuerwerk. Ein Vorkriegsspektakel, um die Eröffnung des Casinos zu feiern. Die Bomben waren schneller. Unerheblich. Hauptsache die Feierlichkeit wird ausgelöst. Bringt die drei in Position und nehmt eure Stellungen im Salida del Sol ein. Danach beginnt erst die eigentliche Arbeit. Was bedeutet das? Du siehst das Ganze wohl nur als einfachen Fischzug. Als kleinen Casino-Coup. Oh nein, dies ist der Fischzug des Jahrhunderts. Wir plündern nicht nur das Sierra Madre. Wir plündern die Geschichte. Die alte Welt selbst. Es wird seine Geheimnisse nicht so einfach preisgeben. Nicht ohne Gegenwehr. Etwas anderes würde ich auch nicht erwarten. Wie kann ich die Markierung dann erreichen? Ich habe die Tore im Westen und Osten nach Puesta del Sol und Salida del Sol geöffnet. Und nun, da du die Villa Heim überstanden hast, muss ich nicht mehr deine Hand halten und kann mich auf meine Position begeben. Ich werde dich mit Hilfe der Sendeempfänger in der Villa im Auge behalten und dir gegebenenfalls auf die Sprünge helfen. Dann los! Am besten du bringst zunächst den Supermutanten auf Position, obwohl du seine rohe Gewalt zunächst womöglich woanders gut gebrauchen könntest. Sich in der Villa zurechtzufinden ist ein Kinderspiel, im Gegensatz zu den Gebieten darum herum, wo es von Geistervolk und Fallen nur so wimmelt. Setz dein Team ein, wie ich dich einsetze. Hör auf dein Halsband. Pass auf, wo du hintrittst. Tod nützt du mir nichts. Okay. Doc ist zum Brunnen zurückgekehrt, ja. Gemischte Signale. Okay, bring sie Doc zum Schaltwerk. Wo bringst du Doc hin? Doc will nicht weg, hat Meister gehört, sah Meister am Himmel. Und wenn Meister nicht da, Frau am Brunnen, sie ist aus Linien und Licht gemacht, will sehen. Wir müssen sie zur Gala-Veranstaltung bringen, sie an ihren Platz bringen. Doc hat das schon mal gehört. War da schöne Lichter? Da waren Dinge zum Ziehen dran. Herr Stark ziehen, aber Doc hat es geschafft und ein Käfig. Und Doc hatte Hunger da. Doc war jemand anderes da. Mit Doc. Dann war da Lärm, dann Lichter und Straßen. Geschrien. Doc will nicht zum Käfig gehen. Es ist in Doc drin. Doc kann Käfig sehen, Lärm hören. Der Weg zum Casino wird dir wehtun. Innen drin. Doc, denke an die Lichter, die hübschen. Die Lichter waren hübsch. Am Himmel. Zeigten auf Casino. Und das Casino öffnete sich. Die Gala-Veranstaltung wurde also zumindest einmal ausgelöst. Aha.
Meister hat es befohlen. Platz! Dann Meister gegangen. Hat Doc in Käfig zurückgelassen. Casino lange offen. Weiß nicht wann. Stimme sperrt Doc weiter ein. Seitdem Meister nicht gesehen. Höre seine Stimme nur von deinem Arm. Und wenden. Der Meister ist also zu dieser Zeit verschwunden. Meister ging weg, bis du mit ihm am Arm auftauchst. Das ist genug fürs Erste. Aha. Okay, er ist auf dem... Du bist die nette Stimme. Doc, weißt du, warum du an die Position auf der Karte gehen sollst? Schwer, Sachen zu ziehen? Doc muss sehr, sehr stark ziehen, um... Gehen wir dahin? Doc will nicht bleiben und Sachen ziehen. Ist schwer. Und Käfig da. Ich hab gesehen, wie du einen vom Geistervolk verschlungen hast. Doc mag sie nicht immer fressen. Manchmal so viele. Stechen, Doc. Schneiden ihn. Macht das die Stimme nicht wütend? Stimme wird nicht wütend, wenn Doc hier Menschen frisst. Stimme mag Geistervolk nicht. Fürchtet, da sind zu viele zum Fressen. Zu viele Messer. Angefangen sie zu fressen, weil sie nicht Ruhe geben, wenn Doc sie mit Bärenfalle platt macht. Will nur einen. Machte Doc wütend. Andere ihn weiter schnitten und mit Messern stachen, als er versuchte, einen mit Zähnen leise zu machen. Also fing Doc an zu zerquetschen. Dann, wenn sie aufhören zu zucken, frisst sie. Dann stehen sie nicht wieder auf mit Schisslaut. Doc mag das nicht. Doc weiß, wenn sie noch nicht tot sind. Zucken ein bisschen, machen leises Geräusch. Dann Geräusch, wenn sie wieder aufstehen. Hör! Du musst sie fressen, damit sie nicht wiederkommen. Nein, wenn du Arme ausreißt oder Beine, bleiben Menschen liegen. Leichter Beine und Arme auszureißen, wenn sie hinfallen. Hau einfach weiter. Wenn nicht umschmeißen und Beine ausreißen kannst, einäschern. Einer ganz in elektrischen Funken wurde brennender Haufen. Nicht wieder aufgestanden. Also zerstückeln und desintegrieren hilft gegen sie. Beine abhacken im Stehen. Fressen, wenn fallen. Wenn nicht das, dann mach sie elektrische Asche. Doc weiß, wo man sie treffen muss, dass sie liegen bleiben. Unten am Hals. Kreuz. Wenn man es hart genug trifft, geben sie den Geist auf. Kannst du mir zeigen, wo? Doc kann. Siehst du, wo hinten Halsband ist? Runter zum Kreuz. Triff Hals, Rücken, genau aufs Rückgrat. Knack. Dann stehen sie nicht wieder auf. Doc haut sie. Dann frisst Doc sie. Leichter, sie so doppelt ruhig zu stellen. Aha, das ihnen erlaubt, Leute vom Geisterfolge endgültig zu töten. Ich hab noch Fragen an dich. Zu viel reden tut Doc weh im Kopf. Wird hungrig. Ich hab Befehle für dich. Du weißt schon, geh, Platz und so weiter. Doc, hör zu. Bringen Sie Doc zum Schalt. Ach so. Du bist die nette Wir sollten zusammenreißen. Doc ist. Okay, Wo ist denn das? Nicht so weit, Paul. Ist, Salida del Sol. Da ist das. Okay. Das ist hier. Was Schlechtes gefressen. Okay. Ich mache immer noch zu wenig Schaden mit dieser Waffe, ne? So. Alle fertig. Alle weg. Ja, wir sind tot. Also eigentlich mache ich mit der Waffe schon gut Schaden. So ist es nicht. Aha. So, hier müssen wir hin. Salil Sol.
Käfig da drüben mit Dingen zum Ziehen. Schwer zu ziehen. Doch, oh, oh. Bis zur... Nein, 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 nein. Okay, und nochmal drauf. Okay, ist er tot? Was Schlechtes gefressen. Mit wie verbrannte Kabel. Ist er tot? Gasbombe. Ist im Weg. So. Ich dachte, die wären ganz viele Münzen drin. Da sah gerade erst so aus. Wow. Nicht gut. Geisterernter. Du, da explodiert gleich alles, mein Freund. Ich meine ja nur. Oh Gott. So, ist tot, ne? Gasbombe. Und noch einer. Wuhu. Eieiei, ich werde mit Nahkampfwaffen noch ganz nett. Wo ist Meister? Ist er weggegangen? So. Dort wird gut sein diesmal. Ha. Ist der tot? Naja. Oh. Na toll, ich kann nur eins kaufen. Und jetzt ist ja schon wieder einer. Der ist nicht wieder aufgestanden. Oh, nochmal drauf. Eieieiei. Alle fertig. Alle weg. So. Try to leave and boom. Na toll. Haarklammer. Okay, ein Terminal, ein Schreibtisch. Gucken wir, was das Terminal bietet. Predators. Okay. Releasers. Lautsprecher abschalten. Status bricht. Ja, so. Bauch knurrt. Können wir nichts machen? Ofen, Zündflamme, Fleisch und Bohnen. Viel Zeug auf Hand von anderen Toten. Nicht weit gekommen. Ja, das befürchte ich auch. Hallo. So. Hä? Wie fliegt der denn? So. Na. Aua. Ist er tot? Ich bezweifle's. Oh. Ich bin überlastet. Ich könnte auch mal diese Sachen, die ich nicht brauche, mitnehmen. Weglegen. Hier diese ganzen... So. Diese ganzen Schrottsachen. Die sind ja hier nicht bei Fallout 6 schließlich. Also. So, Kaffeetassen, Kameras. So. Schachbrett, Schachtelzigarettenschere. Staubsauger, Stromleiter, Stützbandagen. Bedien ein Toaster, Fox. Klemmbrenner. Ne, Foxys Geld eigentlich nicht. So. Ganze Schrott hier. Naja, ein bisschen mehr Tragkraft.
Für die wichtigen Dinge im Leben. So. So. Entschuldigung. Gasbombe. Hallo. Eieiei. Hallo? Auf deinem Handgelenk stinkt. Ey. Willst. Für tot? Ja. Ich denke mal schon. Was haben wir hier? Torsteuerungsterminal. Ventilationssysteme zurücksetzen. Also. Das sind irgendwelche Statusdinger nur. Auf den ersten Blick scheint sich das Diagramm auf den Schalter direkt daneben zu beziehen. Diagramm lesen. Das Diagramm zeigt, in welcher Reihenfolge die Schalter umgelegt werden müssen, um den Strom zu verschiedenen Gebieten der Stadt einschließlich des Glockenturms zu leiten. Ja. Erste. Bringen Sie Doc dazu, im Schaltwerk zu warten. Wo ist Doc hin? Das ist die große Frage. Doc. Doc? Doc, bist du weg? Doc, sag mal. Doc, wo? Wo ist der hin? Doc. Doc, was machst du denn da hinten? Das Spiel hat sich, glaube ich, aufgehangen. Super. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.